betrifft Geschichte. Die RAWAG. Frühe Radiojahre. Anlässlich von 100 Jahre Hörfunk in Österreich. Wie Radio zum Alltag wurde. Im letzten Teil geht es um das Radio in Zeiten der Diktatur. Es berichtet der Medienhistoriker vom Technischen Museum in Wien, Wolfgang Penzoldt. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich! Ja, das war das dramatische Ende der Ära Schuschnigg, Kurt Schuschnigg, der dem Druck aus Berlin letztlich weichen musste. Er hat vorher noch versucht, eine Volksabstimmung in Gang zu bringen, um in der österreichischen Bevölkerung ein klares Votum für einen eigenständigen, unabhängigen österreichischen Staat hervorzubringen. Doch hat man dann von Berlin aus reagiert, hat dann mit der Wehrmacht gedroht und die Konsequenz war halt, dass er zurückgetreten ist und die Dinge halt dann ihrem Schicksal überlassen hat. Gott schütze Österreich! Naja, in nationalsozialistischen Deutschland hat man von vornherein eine Medienstrategie entwickelt, die auf Manipulation ausgelegt war. Und da hatte jedes Medium, also von der Wochenschau, der Spielfilm, die Presse, aber eben auch das Radio, seine eigene spezifische Funktion. Beim Radio war es insofern bemerkenswert, als man ja nicht nur die Produktionsseite unter Kontrolle bringen musste, sondern auch auf der Rezeptionsseite etwas leisten musste, weil der Großteil der Bevölkerung keine Radiogeräte hatte. Man hat dann den sogenannten Volksempfänger bzw. den deutschen Kleinempfänger entwickelt, und zwar möglichst billig, damit sie halt möglichst jeder Volksgenosse, jede Volksgenossin sich das leisten konnte und damit halt quasi die Propaganda des Regimes tatsächlich halt an alle gelangen konnte. Der Propagandaminister des Dritten Reiches, Josef Goebbels. Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das Allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Wenn man das Ganze jetzt mit Österreich vergleicht, so hat man dann zwar auch in Österreich eine Diktatur, die versucht, sich des Radios zu bedienen, um ihre Ziele zu erreichen. Allerdings besteht da schon ein wesentlicher Unterschied darin, denke ich, dass diese offensive, aggressive Radiopropaganda, die es im Dritten Reich gibt, das gibt es in Wien nicht. Also in Wien ist man immer nur in Verteidigung, man ist permanent auf Abwehr. Man hat halt da immer dieses Moment des Hintnachseins gehabt. In Graz hat die österreichische Regierung sogar öffentlichen Radioempfang verbieten müssen, weil man dort dieses Nazi-Programm quasi öffentlich gemacht hat. Also so mit Public Hearing, würde man halt sagen. Also da sieht man auch auf der anderen Seite, dass es natürlich ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen war, weil schon auch große Teile der österreichischen Bevölkerung sehr empfänglich waren für diese Propaganda aus dem Dritten Reich. Die 30er Jahre zeigen eines ganz deutlich, dass das Radio halt ein totalitäres Medium wird, dass ein totalitäres Regime dieses Medium absolut nutzen kann und es auch nutzt. Der Rundfunksender Wien schaltet nun ab. Wir bitten unsere Hörer, ihr Empfangsgerät auf den Drahtfunk oder auf die Welle 1312 kHz, gleich 228,6 Meter einzustellen. Man hat dann den Reichssender Wien abgedreht, wenn Fliegeralarm war, und hat stattdessen einen Drahtfunk angeboten, und das war letztlich nichts anderes. Also das ist über das Telefonkabelnetz ist da das Programm ausgesendet worden und man konnte sein Radiogerät halt dort an das Telefonnetz anstecken und konnte dort das Drahtfunkprogramm hören. Und das war halt dann, abgesehen von normalem Unterhaltungsprogramm, dann vor allem halt dann quasi diese Luftlagemeldungen, die halt für die Bevölkerung dann wichtig waren. Man hat ja dann solche Drahtfunkradios dann auch in den Bunkern betreiben können und hat dort dann lauschen können, nicht? Also wie lange man dort unten sitzen muss. Der Kuckuck hat ganz eine besondere Bedeutung bekommen, weil der Kuckuck dieses Signal angekündigt hat, ab jetzt wird umgeschaltet auf Drahtfunk. Und das hat natürlich bedeutet, es sind Bomberflugzeuge im Anflug. Das hat die Bevölkerung gewusst. Und man hat durch diese Assoziation des Kuckucks mit den anfliegenden Bombern ist es zu einem albtraumhaften Geräusch geworden für ganze Generationen von Leuten, die das miterlebt haben, weil sie genau gewusst haben, wenn der Kuckuck kommt, dann wird es lebensgefährlich. Hundert Jahre Radio in Österreich. Sie hörten den fünften und letzten Teil einer Reihe über die Anfänge des Hörfunks.
Es berichtete der Medienhistoriker vom Technischen Museum in Wien, Wolfgang Penzoldt. Gestaltung: Katrin Schädler, Michael Liensberger und Robert Weichinger.